Hey Leute, ich weiß, ihr wartet schon lange auf einen richtigen Kuma-Prama-Guide, aber den könnt ihr jetzt hier haben. Also, ich habe die Waffe endlich mal fertig gemacht, habe 60% Gift drin und ich kann euch nur dazu raten, holt euch Gift auf diese Waffe. Ihr wollt auf fast jeder Kuma-Waffe Gift haben. Es gibt, glaube ich, 3 Ausnahmen, aber holt euch hier Gift. Mit einem Doppelmod kommt ihr direkt auf Viral, damit könnt ihr dann eure Schnittprocs hochbuffen. Ihr könnt daraus puren Giftschaden machen, ihr könnt daraus Korrosionsschaden machen, ihr könnt daraus Gas machen, falls es irgendwann mal wieder auf irgendeine Art und Weise brauchbar sein sollte. Und alles in allem, Kuva Brahma auf Gift ist ein Biest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kuva Brahma ist eine unserer stärksten Waffen in diesem Spiel, also gehört ganz klar zu unseren Top-Waffen, ist vermutlich der stärkste Launcher, also die stärkste Waffe mit einem AOE-Effekt, Area of Effect, also flächendeckend, und ich kann es nur nochmal sagen, die Waffe ist ein Biest. Hat ein paar verschiedene Eigenschaften, also wir verschießen einen Pfeil oder mit Mehrfachschuss mehrere Pfeile, explodieren, kommen kleinere Granaten, die machen auch nochmal Schaden. Und der Schaden, den wir machen, der ist pervers. An sich sieht diese Waffe auch sehr geil aus, das Einzige, was ich nicht mag, ist hinten der Köcher, aber naja, Geschmackssache. Das beißt sich halt sehr stark mit einigen Syndanas, weil das Ding so unglaublich groß ist. Bildtechnisch habe ich jetzt drin Einkerbung, geteilte Kammer, dürfte klar sein, Raueiskugeln für Statuschance und Virus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Statuschance ist egal und wenn wir einen Riven hätten, würde ich vermutlich sogar Raueiskugeln rausnehmen, sodass wir rein über die Schnittprocs arbeiten und dann keine Viralprocs mehr machen, weil bei so einer niedrigen Statuschance, wir haben zwar Viralprocs, aber ich denke mit einem Riven, der Crit-Chance, Crit-Damage hat, würden wir mehr Schaden drücken als mit einem Virus. Bild hier unten. Oder Riven, wo auch noch ein bisschen Kälteschaden drin hat. So, Scharfsinn, Punktangriff für Crit, schweres Kaliber für mehr Schaden. Die Minusgenauigkeit ist egal, weil wir diese Waffe eh nicht so präzise spielen. Dann Jägermunition für Schnittprocs und vigilante Aufrüstung für Mehrfachschuss und 5% Chance in nächst höheren Bereich zu kommen. Bei diesem Bild können wir einen Mod austauschen. Und das ist dieser hier, tödliche Geschwindigkeit. Ich selbst habe ihn drin, weil ich der Meinung bin, dadurch können wir Gegner treffen, die weiter weg sind. Ich schieße mal jetzt hier oben auf die Kante. Und ihr seht, alle Pfeile treffen zumindest noch hinten die Wand. Sogar ungefähr auf Höhe der Linie. Wobei einer, glaube ich, gerade sogar höher war. Wenn ich jetzt anstelle von dem Fluggeschwindigkeitsmod den Munitionswandler reinmache, vigilante Vorräte, der hier, habe ich eine 10% Chance, in nächsthöheren Bereich zu kommen und werde niemals Munitionsprobleme haben. Schaut euch aber hier die Projektile an. Diese Flugkurve, die haben, wirklich nicht gut. Also, ich bin ganz ehrlich, ich mag die Kuva Brahma. Die ist stark, die macht Laune, zerfetzt die Gegner. Aber ob man jetzt hier niemals Munitionsprobleme und eine höhere Crit-Chance haben möchte oder einfach Gegner treffen möchte, die etwas weiter weg sind, das ist euch überlassen. Lasst euch jetzt nicht irritieren von der Oh, jetzt ist die Munition, glaube ich, mal richtig. Die Waffe hat an sich 15 Munition. Meistens wird im Simulacrum 69 angezeigt. Das heißt, ihr habt wirklich wenig Munition. Und mit diesem Munitionswandler habt ihr halt eben immer volle Munition. Solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und sobald ihr das Gefühl habt, dass ihr mit dieser Waffe und der Munition nicht klarkommt, solltet ihr den Munitionswandler reinmachen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Waffe auch theoretisch dadurch stärker wird. Aber ihr habt halt eben Probleme, die Gegner zu treffen. Und wenn ihr einen Gegner nicht mal ansatzweise trefft, weil die Projektile großen Bogen machen, dann macht ihr weniger Schaden. Wenn ich in die Nähe von einem Gegner schieße, bekommt er schon böse Schaden. Ihr seht, da sind jetzt 6 Viralprocs drauf gewesen, einige Schnittprocs. Und ja, die Waffe hat ordentlich Power, wie ihr gerade sehen könnt. Beim direkten Treffer machen wir natürlich den größten Schaden, weil ihr wisst ja, Explosionen haben immer einen Damage Falloff. Das heißt, am Rand machen wir deutlich weniger Schaden als direkt am Explosionspunkt. Und alles in allem wirklich eine gute, gute Waffe. Mit Arcanas ist das Ganze noch übler, also kann ich euch gleich auch noch zeigen. Zeige ich euch jetzt direkt. Glaubt mir, wenn ihr die Kuma Brahma spielt, ihr wollt auch die Arcanas drin haben. Die machen wirklich was aus. Ihr seht, hier habe ich jetzt schon Probleme, den einen Gegner richtig zu treffen. Würde ich ihn richtig treffen, wäre er eigentlich direkt tot.
Das ist halt das, was ich gemeint habe. Wir wollen nicht auf maximale Präzision spielen, aber wir wollen zumindest in die Nähe von einem Gegner kommen. Und wenn wir das nicht schaffen, weil die Projektile einen zu großen Bogen betreiben, dann taugt es meiner Meinung nach nichts. Ihr seht, wie böse sich das gerade verhält. Jetzt kann ich mal jetzt... Also jetzt könnte ich mal noch die Projektilgeschwindigkeit reinmachen. Tödliche Geschwindigkeit, genau. Haben wir jetzt weniger Chance, in den nächsthöheren Crit-Bereich zu kommen. Aber dafür haben wir halt eine größere Chance, die Gegner auch richtig zu treffen. Ihr seht, kein Problem, den Gegner ordentlich zu treffen. Und ob sich jetzt dieser Projektilspeed auch auf den Schaden direkt auswirkt, das weiß ich nicht genau. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich einen deutlich höheren Schaden mache, wenn meine Projektilgeschwindigkeit hoch ist. Also ob dadurch vielleicht dann auch noch die Streuung geringer wird oder diese kleinen Granaten sich anders verhalten, weiß ich nicht. Für mich persönlich fühlt es sich zumindest so an. Und ich muss sagen, ich selbst bevorzuge absolut den Bild mit der Flugprojektilgeschwindigkeit. Aber ihr müsst halt wirklich, wie gesagt, schauen, kommt ihr mit der Munition hin. Ihr braucht halt wirklich nicht viel Munition mit dieser Waffe, weil die Waffe zerreißt einfach alles. Hin und wieder droppt auch Munition. Ich glaube, ihr braucht die Scharfschützenmunition, wenn ich mich nicht irre. Ja, die wird dann wird zur Bogenmunition. Und ihr solltet eigentlich genug von der Munition finden. Aber wie bereits mehrfach gesagt, wenn ihr nicht genügend Munition habt, macht ihr den Munitionsbundler rein und ihr habt immer volle Munition. Gut. Viel mehr gibt es jetzt zu dieser Waffe eigentlich auch nicht zu sagen und zu zeigen. Das Ding ist ein absolutes Biest. Aber ja, man kann die Pfeile auch noch in der Luft zünden. Ganz vergessen. Mal den sekundären Feuermodus drücken. Worum man es machen sollte... Mir wird jetzt kein Szenario einfallen, aber... Na, vielleicht, wenn man vorbeischießt, aber... müsst ihr halt wissen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.